Thank you.
dass sich in den Dienst dieser Pläne gestellt haben, eine Unzahl von deutschen Arbeitern und Handwerkern, die ihre beste Kraft an die Verschönerung dieses Hauses gestellt haben. Und nun bitte ich Sie, meine deutschen Arbeiter und Arbeiter, mit mir aufzustehen und zum ersten Male in diesem neu erbauten Hause den Ruf ertönen zu lassen, das neue Reich und unser Führer, Sieg Heil! Heil! Sieg Heil! Heil! Sieg Heil! Heil! Nach ihrem Sinne, Eugen!
Thank you.
Hinter jeder der großen deutschen Festspielstädte steht der Name eines der Genien unseres Volkes. Über Salzburg steht der Name Mozarts. Das Wiederaufleben der deutschen Festspiele in Salzburg, es sind die Kräfte der deutschen Seele. Unsere Verbundenheit mit diesen Kräften sollen die deutschen Festspiele Salzburgs erneut beweisen, meinte Dr. Josef Goebbels. Und also bewiesen diese Kräfte, wie sie zu schwächen vermochten. Man spielte Egmont und viel Lärm um nichts. De Berlin arrivent à Paris où, on le sait, ils ont donné plusieurs représentations qui remportèrent un vif succès. Peu après, Madame Winifred Wagner arrivait à son tour dans la capitale où elle était reçue par le docteur Epting, directeur de l'Institut allemand. Madame Wagner devait également assister au cours de son séjour au grand concert symphonique donné au Palais de Chaillot sous la direction de Monsieur Herbert von Karajan.
Ludwig van Beethovens 9. Sinfonie. Eine Taube,
Devant les ouvriers, l'Orchestre Philharmonique de Berlin est venu donner, sous la direction de Clemens Strauss, un grand concert symphonique. Thank you.
Winifred Wagner, die Hüterin des Erbes von Bayreuth, und Reichsleiter Dr. Ley empfangen den Führer am Portal des Festspielhauses.